Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Mystica TV und bei einem spannenden Talk mit drei Persönlichkeiten. Es geht hier um Heilung und Anlass dieses Talks ist ein wunderbarer Kongress, der in Zürich stattfinden wird und zwar am 9. und 10. September 2023. Der Kongress heißt Heilung auf allen Ebenen, der Kongress für ganzheitliche Gesundheit. Nun, im Moment ist es ja so, wenn ich krank werde, gehe ich vielleicht zum Arzt, aber gehe ich dann auch zum Heiler oder zum Naturheilkundler? Wo soll ich hingehen? Was soll ich tun? Wäre es nicht schön, wenn es ein Zentrum, eine Heilstätte gäbe, wo all diese Experten zusammenarbeiten würden und ich selber auswählen könnte, was mir am besten hilft? Nun ja, das ist eine Vision, die vielleicht sich irgendwann verwirklicht, aber es gibt eben jetzt schon Visionäre, die das vordenken. Auch darum wird es in dem Kongress gehen. Und darüber spreche ich jetzt mit zwei Ärztinnen und einem Heiler, nämlich mit Frau Dr. Katerjün Hoyat-Wüdrich, mit Frau Marianne Ruoff und mit Patrick Petrazzoli. Viel Freude euch dabei. Ihr Lieben, ich grüße euch und ich freue mich sehr, mit euch jetzt ein bisschen zu sprechen, was es eigentlich bedarf, damit ein stärkerer Dialog stattfinden kann aus den verschiedenen Wegen der Heilung, wo es doch nur um ein Heilwerden geht und trotzdem sind die Wege ja ganz unterschiedlich. Und ich freue mich sehr, euch alle jetzt hier begrüßen zu dürfen. Und zuallererst würde mich mal interessieren, wie ihr im Moment in der Praxis für die Menschen da seid, wie ihr also mit den Menschen arbeitet. Liebe Marianne, möchtest du mal beginnen? Also danke, ja. Ich habe eine Praxis für Komplementärmedizin in Bern und seit 17 Jahren. Und heute Morgen hatte ich Sprechstunde und ich bin Fachärztin für allgemeine innere Medizin von Haus aus, habe mich aber dann auf Alternativmedizin, vor allem Kräutermedizin und hier vor allem chinesische Kräutermedizin, aber auch Akupunktur und europäische Kräutermedizin, also Phytotherapie, spezialisiert. Ja, und das ist eigentlich mein täglich Brot oder Kraut. Und ja, das ich mein Anliegen oder ich erlebe das natürlich jeden Tag, wie viel man da machen kann. Also einmal nicht nur vorbeugen, natürlich auch vorbeugend, aber auch heilkundlich, wie viele Möglichkeiten doch die Natur zu bieten hat, den Menschen zu helfen und Krankheiten zu heilen, Beschwerden zu bessern. Das ist schon groß, also ein großes und immer noch unterschätztes Potenzial aus meiner Sicht und auch immer noch zu wenig bekannt. Ja. Ja, und wie ich dich so erlebe, schöpfst du ja aus ganz unterschiedlichen Heilmethoden und auch modernem Wissen aus der Medizin. Würdest du sagen, du bist auch weiterhin da eine Forschende und suchst immer weiter nach Wegen, wie man noch besser den Menschen helfen kann? Ja, natürlich, das hört nie auf. Ja, ist ja klar, man hat in der Arztpraxis immer auch Fälle, die schwierig sind, ja, wo man sucht, wo man schaut, was kann da am besten helfen? Natürlich. Und ich finde auch das Allumfassende, ich finde es auch gerade, dass der Kongress stattfindet, freut mich auch sehr, denn ich finde auch die andere Ebene sind sehr wichtig, das Psychische, das Seelische, aber auch das Spirituelle. Das gehört mit hinein, der Mensch ist eins. In alle diese Ebenen ist er drin oder umgekehrt, er ist ein Wesen, umfassendes Wesen. Und wenn was schief läuft, dann sind meistens ja auch mehrere Ebenen betroffen. Und das finde ich wunderbar, wenn man das verbinden kann. Ja. Ja, wunderbar. Du bist ja auch Buchautorin und Referentin. Du kennst den Patrick schon lange, weil ich habe herausgefunden, dass ihr ganz nahe beieinander seid. Deine Praxis und Patricks die Quelle ist auch irgendwie zur selben Zeit, wenn ich richtig das gelesen habe, entstanden. Und ihr arbeitet auch schon länger zusammen, kann man das so sagen? Ja, kann man schon sagen, oder Patrick? Also ja, immer wieder.
Wunderbar, ja, da können wir gleich ein bisschen ins Detail gehen. Jetzt, Ja. liebe Katharjün, auch du herzlich willkommen. Deine Herzensarbeit ist, du hilfst Kindern, ja. Du Pädiatrie, so heißt der Fachbegriff, Kindern zu helfen. Aber du hast auch in den letzten Jahren einen Wandel in deinem Wirken erfahren. Erzähl doch mal, wie du bisher gearbeitet hast und wie du jetzt arbeitest. In welche Richtung richtest du dich aus, um den Menschen zu helfen? Genau, ich habe mit der Pädiatrie, also Kinderheilkunde, gestartet nach dem Medizinstudium und bin dann über die Kinderheilkunde nachher in die Kinderintensivmedizin und Kindernotfall gelandet. Das hat mich eigentlich immer begeistert. Also die ganze, wie das überhaupt als Wunder funktioniert, ganzen Organe, wie alles funktioniert pathophysiologisch. Und dann auch dieses, ja, mit Kindern arbeiten. Also viele haben ja immer das Gefühl, oh, das ist so arme kleine Kinder, aber ich habe das Gefühl, sie sind eigentlich relativ schnell wieder da. Also sie sind, wenn sie was haben, leiden sie schnell, aber sie kommen auch schnell wieder zurück. Und ich habe über die Jahre eigentlich die meisten Zeit in den letzten 20 Jahren in Krankenhäusern gearbeitet und habe dann ein ganz anderes, ja, Umfeld gehabt. Sehr teilweise zunehmend technisch, körperlich, physisch. Und es gab wenig Raum für Seele und Geist, beziehungsweise das haben vor allem die Pflegenden getragen. Das habe ich über die Jahre eigentlich schon gesehen, dass das schon an dem Kind gemacht wurde, aber auf einer anderen Ebene. Also wir sind eigentlich immer mehr dazu erzogen worden, eigentlich das Physische anzuschauen, Zahlen, Fakten. Und da muss eigentlich jeder für sich herausfinden, wie gehe ich eigentlich an den Menschen ran und was ist eigentlich das Menschsein noch hinter dem Körper. Und ich habe über die Jahre eigentlich gemerkt, dass ich, ja, ich dachte, das ist eine Schwäche, dass ich immer von der Pflege dann gerufen wurde, wenn wir auf der Intensivstation schwierige Fälle hatten. Also schwierig im Fall von, dürfen wir überhaupt weitermachen? Ist das korrekt? Sollen wir was anderes? Müssen wir das Kind doch mal gehen lassen dürfen? Und habe dann mit der Zeit herausgefunden, dass das eigentlich keine Schwäche ist, also erst im Verlauf später, sondern dass man das eigentlich anbringen darf mit der Familie zusammen, mit dem Kind, mit dem Team auf einer ganz anderen Ebene noch, ja, Zusammenhänge zu erfahren, zu fühlen, zu spüren, um zu wissen, wie es weitergeht. Aber es ist auch ein sehr anstrengender Job gewesen. Also es fordert einen körperlich mit Nachtdiensten und längeren Diensten. Und über die Jahre habe ich dann schon eine auch, ja, Erschöpfung auch gespürt. Und zudem kam aber ethisch auch eine Veränderung, fand ich jetzt. Also wir haben viel bessere Geräte gehabt, wir haben viel bessere Techniken, wir haben viel bessere Spezialisten. Es werden Sachen total jetzt mittlerweile operiert bei Neugeborenen, das hätte man vor 20 Jahren noch nicht gemacht. Also es sind doch wunderbare Erfolge in dem Sinn und doch hat dort immer, was nicht angeschaut wurde, ist mitnehmen die Seele, den Geist und die Menschen. Also auch zwischen den Menschen, den Mitarbeitern des Gesundheitswesens und den Patienten. Und dann habe ich mich vor einem Jahr eigentlich relativ akut aus dem Spitalwesen rausgenommen und habe eine Pause gehabt jetzt für ein Jahr und bin jetzt seit März in der Kinderarztpraxis. Das habe ich auch schon zweimal gehabt. Das hat, ja, es ist sehr begeistert. Also es ist eine ganz andere Herangehensweise zu arbeiten. Aber es hat mir jetzt die Zeit gegeben, das Ganze wie nochmal anders anzuschauen. Und habe jetzt auch gemerkt, wie bewusster ich an die Kinder rangehen darf, offener und auch für die Familien. Was ich mitnehmen durfte aus der ganzen Erfahrung der letzten Jahre, ist so, wie viel Einfluss wir haben können, wenn wir am Bett der Kinder, auch die Eltern mit natürlich immer zusammen, in der Gesprächsführung präsent sein. Dass ich tatsächlich gesehen habe, wie am Monitor, also wie die Herzfrequenz oder wie die Medikamentendosierung über mehrere Stunden sich deutlich verbessert haben, wenn man geschafft hat, mit Eltern ja in so eine Ebene zu kommunizieren, dass man im Raum gespürt hat, dass da so eine Wärme stattfindet. Also hat direkten Einfluss auf das Kind. Also auch wie man mit einem Team, mit der Pflege zusammen am Bett schafft, wie man miteinander interagiert, hat einen direkten Einfluss. Ich habe das früher nicht verstanden, das einfach so mal angenommen und versuche jetzt, bin am Lernen, wie diese ganzen Zusammenhänge, die ich manchmal im Bett gespürt oder gefühlt habe, miteinander funktionieren. Ja, toll. Aber wenn ich dich so richtig verstehe, hast du eigentlich auch in dieser ganzen Zeit versucht,
seelisch den Kindern beizustehen, vielleicht sogar spirituell, bewusst oder unbewusst. Und das ist ja auch eine spannende Botschaft, dass man das sogar messbar wahrnehmen konnte, was das für einen Unterschied gemacht hat. Und trotzdem, ne, hast du wahrscheinlich dann irgendwann gesagt, in diesem System ist es schwer, wirklich das umzusetzen, was du bisher mittlerweile selber lebst. Und mittlerweile hast du auch einen Traum, eine Vision für Heilstätten. Das finde ich total spannend. Magst du Ja. davon mal erzählen? Ja, es kam halt dadurch, dass ich habe eine sehr gute Freundin, die schon auf der Intensivmedizin als Pflegerin schafft, aber auch Kraniosakraltherapie und Tibetan Healing selber anbietet. Ich selber gehe seit 20 Jahren zu jemandem, der so ganzheitlich schafft, habe das aber nie hinterfragt oder verstanden. Ich war immer skeptisch, gedacht, hilft, aber tut mir gut, ich weiß nicht warum. Und ich habe gesehen, dass im Krankenhaus, ganz, ganz viele Krankenpflegende Zusatzausbildung gemacht haben in den letzten Jahren. Ob jetzt Tibetan, Kranio, ob chinesische Medizin, ganz in verschiedensten Varianten, aber haben das nicht im Krankenhaus praktiziert. Und es hat mich immer so, ja, es hat mich immer traurig gemacht, dass man das dort wie nicht anspricht. Man schämt sich fast dafür, dass man das außerhalb des Krankenhauses in der Praxis macht. Und habe versucht, schon mal so einen Anlauf zu nehmen, das zu kombinieren. Also da hat man ja schon das ausgebildete Personal, das ist ja schon am Krankenkind. Es braucht ja nur noch, also es macht, hat wahrscheinlich auch unbewusst oder bewusst gemacht, aber nicht offiziell. Also so habe ich mir das mit der Zeit vorgestellt. Man fängt am Morgen mit einer Meditation an, hat dann hat die Spezialisten, hat den Herzchirurgen, der operiert, man hat die intensiv mit Geräte und dann hat man noch Personal, wo sich Zeit nehmen darf, aktiv energetisch zu schaffen. Oder mit Farben oder mit Klängen, mit verschiedenen Arten, ja. Es hat aber kein also ich habe es versucht anzubringen. Es gab wie keine Konzepte. Es ist schwierig, in so ein bestehendes System das so reinzubringen, weil es entweder an Zeit oder Geld oder Annahme erstmal dann gefehlt hat. Und bis vor einem Jahr hätte ich da noch ein bisschen jetzt mehr geschimpft, aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, es hat einfach so, der Weg musste so sein, dass man wahrscheinlich nicht im System etwas verändern darf oder gegen ein System, das kommt nie gut, sondern dass man eigentlich hin zu etwas. Und da habe ich vor 2 Jahren, wo ich selber durch so eine körperliche Krise mit Operationen und ich bin selber an Grenzen gekommen, kam so ein Bild. Ich habe gerade kochen gewesen und da kam dieses Bild mit dem gelben großen Haus, mit wie alle, es kam so, es können doch einfach alle zusammen. Und dann dachte ich, das ist nicht angedacht und kam, sondern es war ganz klar da. Mit dem Garten, mit Brunnen, mit allem zusammen. Und ja, und das, so stelle ich mir das eigentlich in Zukunft auch vor. Also, dass wir wirklich Stätten haben, ob jetzt für Kinder oder Erwachsene, also es braucht ja beides. Und wir arbeiten Hand in Hand. Wunderbar. Und das ist ja eine Vision, das ist eine Pionierarbeit. Also ich denke, auch da wird es hinkommen. Das wünschen wir uns alle. Ihr sicher auch, die ihr da alle zuhört. Ja, vielen Dank fürs Erzählen, auch aus deinem Seelenleben. Und ja, lieber Patrick, du kennst die beiden schon ein bisschen. Du selbst wirkst sozusagen als Heiler, ja, also bist kein ausgebildeter Arzt, kannst nicht chirurgisch arbeiten, sondern das ist die Chirurgie der Seele vielleicht, wenn man es mal so lustig umschreiben möchte. Erzähl doch mal, wie sich deine Heiltätigkeit so entfaltet hat und vielleicht auch gerne schon als Bogen, wie du die beiden kennengelernt hast und wie auch die Idee entstanden ist, da jetzt miteinander ja auch eine Pionierarbeit zu machen, nämlich diesen Kongress zu organisieren. Ja, vielen Dank, Thomas. Ja, es ist so, dass die Vision, die sich jetzt immer mehr zeigt und sich immer mehr manifestiert, ist von vielen gleich oder von vielen ziemlich ähnlich. Also ich hatte Gespräche mit Marianne, ich hatte Gespräche mit Katayun und ich hatte Gespräche mit vielen anderen und alle träumen von einem großen Miteinander und wo der Mensch im Mittelpunkt steht und die Gesundheit im Mittelpunkt steht und dann die Methoden und das Team rundherum. Sei das Schulmedizin, sei das chinesische Medizin, tibetische Medizin, Geistheilung, psychische Heilung, auf allen Ebenen ein Team. Und aus meiner Sicht wird das kommen. Wir sind gerade daran, an solchen Projekten auch. Das eine Projekt ist jetzt dieser Kongress, Heilung auf allen Ebenen mit Ärzten, Ärztinnen, mit verschiedenen Heilern und verschiedenen Methoden. So dass es ein großes Miteinander gibt. Und nicht nur die Heiler und Ärzte, sondern auch das Miteinander mit den Menschen. Das ist ja das Wichtige auch,
Der Mensch macht immer den Arzt und die Heiler und die spirituellen Lehren auf Podeste. Dabei sind wir alle auf der gleichen Ebene. Wir sind alle auf Augenhöhe. Jeder hat verschiedene Talente und Gaben und Verschiedenes. Und wenn wir die alle gemeinsam einsetzen, zum Wohle von uns allen, dann erwacht die Menschheitsfamilie, dann erwacht die Liebe in uns, dann kommt Freude auf. Und dafür braucht es jetzt noch eine Weile. Das alte System merkt man, das ist eine Einbahnstraße seit vielen Jahren, sei das die Schulmedizin, sei das die Schule, sei das die Wirtschaft und sei das die Politik. Auf allen Ebenen merkt man, es bröckelt, man versucht es noch aufrechtzuerhalten mit Kleber und mit solchen Sachen, aber es wird zerfallen und für das heißt es nicht, das alte System ist blöd oder dass die Schulmedizin sei nicht gut oder dies, sondern es braucht einfach neue Möglichkeiten und das zeigt sich hier auch. Wir sind daran, ein Gesundheitshaus zu machen, wo Ärzte und Alternativen alle gemeinsam unter einem Dach arbeiten zum Wohle des Menschen und da muss halt das Ego in uns drin immer mehr erlöschen, weil nur die Gier macht das System. Und nur das Ego, das gierig ist nach mehr, ist im System der Schulmedizin drin. Aber es ist aber auch im System der allgemeinen Alternativen drin oder der spirituellen drin. Es geht jetzt darum, dass wir unsere Egos auch ein wenig durchschauen und dadurch erlösen dürfen in Liebe. Und dadurch kommt die Gier, wird absterben in uns. Und dadurch wird das System verändert, indem wir eben alle gemeinsam arbeiten. Und wenn ein Patient in die Praxis kommt, dann wird vielleicht eine Diagnose gemacht vom Schulmediziner und dann empfiehlt man den einen oder anderen, jemand empfiehlt man Ferien und dem anderen noch die Akupunktur und dann geht sie zur Akupunktur und bucht noch Ferien und die Akupunkteurin sagt nach 3 Wochen, du, es wäre noch gut, vielleicht geh noch zu Marian zum Beispiel, da wäre noch die Kräuter etwas. Schau dir das mal an und dann ist es ein großes Zusammen, ein gemeinsames. Jemand sagt noch, vielleicht wäre Yoga etwas oder eine Ernährungsberatung oder ja, der Stressfaktor müsste man anschauen mit dem mentalen Bereich, mit der Meditation. Und so würden wir schrittweise kommen wir in unsere Vision, die wir alle in etwa haben, in eine Manifestation. Also so, dass sich nicht nur Luftschlösser und schöne Ideen und das alte System ist nicht gut und die schönen Ideen bleiben Luftschlösser. Nein, das alte System ist in Ordnung, so wie es ist. Und jetzt braucht es einfach auch einander die Hand reichen und dann kommen die Projekte und dann kommt das Geld und dann wird es manifestiert. Ja, sehr schön. Das ist wirklich eine wunderbare Vision, weil im Moment habe ich ja wirklich das Gefühl, meistens ist es ja so, der Mensch wird krank und geht zum Arzt, kriegt irgendwas verschrieben und der Arzt sagt ja nicht, du, da gibt es noch einen Heiler, da gibt es noch eine Naturheilkundlerin, zu beiden solltest du auch gehen. Das wäre es ja eigentlich, ne? Aber gut, ja. Und das andere, was du andeutest, ist natürlich auch wichtig, ja, dass jeder in seinem Feld jetzt nicht sagt, meine Heilmethode ist die allerbeste, es gibt zwar noch andere, aber geh erstmal zu mir. Ja, das ist so ein bisschen, man lernt voneinander und miteinander, ja. Liebe Marianne, würdest du sagen, wir sind doch schon auf einem guten Weg? Mit wir meine ich jetzt natürlich eher so euch Pioniere. Siehst du da schon eine Veränderung, eine stärkere Zusammenarbeit auch mit Ärzten und Heilern zum Beispiel? Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Also wenn ich vergleiche mit früher, wo ich frisch approbierte Ärztin war und heute, da sind viele Türen schon aufgegangen. Also gerade, man ist zum Beispiel rein der Komplementärmedizin gegenüber, die Komplementärmedizin wird immer auch wissenschaftlicher untermauert, unterlegt und es hat für viele, auch Heilkräuter werden analysiert, man hat Pflanzenwirkstoffe, man hat da Wirkungen schon bewiesen. Man hat inzwischen auch schon pflanzliche Präparate, die offiziell empfohlen werden, also eine offizielle Handlungsrichtlinie drin sind. Wunderbar, auch alternative Methoden, auch Yoga, Qigong oder Akupunktur sind schon offiziell empfohlen. Was noch fehlt, wäre nur der nächste Schritt, das Heilerische, ja, finde ich. Das sind noch so ein bisschen Schwierigkeiten, dass das Spirituelle auch stattfinden kann, die Kraft, die der menschliche Geist hat, oder auch das, was das Menschliche, die Liebe letztlich ausmacht, oder die menschliche
Das menschliche Miteinandersein, was das auch mitbringt mit sich, eben wie wir vorher gehört haben, eben da im Spital, auch mit den Kindern, mit der Familie, das dürfte noch mehr werden, aber überall gehen die Türen auf. Also ich bin da sehr positiv, was sich bisher schon getan hat und noch tun wird. Also ich freue mich da auch, was da kommt, ja. Denn ich glaube wirklich, also ich bin sehr davon überzeugt, dass das kommen wird. Dass das, was der Patrick beschrieben hat, dass das große Miteinander, dass so Zentren, wo viele Möglichkeiten, viele verschiedene Therapie, Heilmethoden vorhanden sind und dann auch in Anspruch genommen werden können und so ein gleiches Miteinander, wunderbar. Also Schön. das finde ich auch tolle Vision und ich glaube aber, das kommt. Also das wird schon kommen. Also ich glaube auch, es kann zwar noch eine Weile dauern, bis sich wirklich all die Institutionen dann noch mehr öffnen, aber es gibt eben schon viele gute Pioniere. Ja, es gibt viele Wege zur Heilung und je mehr man auch ganzheitlicher oder spiritueller denkt, umso mehr spielt auch die Frage des Bewusstseins eine Rolle. Vielleicht auch nochmal an dich gefragt, liebe Marianne, wie sehr würdest du sagen, ist es wichtig, dass der Klient auch wirklich versteht, dass sehr viel auch von seinem Denken und Fühlen abhängig ist, wie gesund er wird. Sehr wichtig. Also ich glaube, das wird sehr unterschätzt, ja. Ich meine, was jeder vielleicht schon kennt, ist ja dieser Placebo-Effekt, oder? Oder auch Nocebo-Effekt. Also das, man weiß allein schon, wenn ich davon ausgehe, dass es mir helfen wird, also Vertrauen in die Heilung habe, also eine Hoffnung letztlich habe auf eine Heilung, dann habe ich allein damit erreiche ich schon 20, 30% Besserung meiner Beschwerde. Also nur dadurch. Das wissen wir eigentlich schon. Und das sollte man auch noch viel, viel mehr benutzen. Aber das geht noch viel weiter. Ich denke, wenn jemand die Hoffnung verloren hat, oder das ist eigentlich auch wissenschaftlich schon ganz gut belegt, oder wenn jemand die Hoffnung auf Heilung verloren hat, dann wird das Immunsystem schwächer. Dann ist zum Beispiel bei Krebserkrankungen die Aussicht da schlechter, als wenn jemand die Hoffnung behalten hat auf Heilung. Also das weiß man auch schon. Also das heißt, eine positive Einstellung von der Person selber und eine hoffnungsvolle Haltung hilft schon viel. Also allein das, aber das geht noch viel weiter. Also ich denke, das hat auch nur so ganz, es hat noch weitere Ebene mit unserer Geisteshaltung, also unsere Gefühle, unsere Gedanken. Die können uns krank machen oder auch gesund machen. Also das geht so weit, ja. Und da helfen natürlich Heiler und Heilerinnen und Heilmethode. Das Menschliche letztlich kann da sehr gut helfen. Ja, sehr schön. Und wie du schon sagst, wahrscheinlich brauchen wir in unserer Zeit auch wissenschaftliche Belege und Forschungen, die das eben auch für den Verstand begreifbar machen, dass diese Wirkung tatsächlich stattfindet. Ja, liebe Katharina, du hast ja vor allem mit Kindern gearbeitet. Bei Kindern geschieht ja, wenn ich dich richtig verstehe, und ich glaube, so fühlen wir es alle, Heilung ja oft sehr schnell. Das kann sehr schnell geschehen, oft noch viel schneller als bei erwachsenen Menschen. Vielleicht auch deswegen, weil bei erwachsenen Menschen ja doch sehr viel komplexere Gedankengebäude vorherrschen und das erstmal zu durchbrechen oder zu verändern ist nicht so leicht. Aber auch die Frage an dich, wie stark, wie wichtig ist das Bewusstsein für die Heilung? Also, wenn ich Kinder beobachte, die müssen das ja nicht aktiv denken, dass sie da Ja. ins Bewusstsein, sie sind ja schon da drin. Ja. Das ist, was ich immer mehr sehe. Also, wenn ich jetzt, was wir früher immer gemacht haben, man hat dem Kind einfach über die Wunde gestreichelt oder das Küsschen draufgegeben oder ein Heilelied gesungen. Wenn ich das jetzt nachher betrachte, wenn man das immer so sieht, die Kinder nehmen das sicher schon so bewusster an und glauben das in dem Sinn, dass das dann heilt, wenn es Küsschen kriegt oder ein Gesang. Es wirkt schon viel, viel stärker. Wirkt aber sehr, sehr auf die Eltern. Also ich sehe das schon kommen. Ich arbeite ja auch mit Neugeborenen. Also ich mache auch Dienste noch mit Neugeborenen und sehe sie nach Geburten, auch wenn sie sich nicht gut anpassen und auch dort. Je nachdem, wie es der Mutter geht und wie es dem Vater geht, das ist eine so tiefe Verbindung noch da, dass man, sobald man mit den Müttern als gutes Gespräch hat oder sie wieder aufpäppelt, dass sie wieder in ihrer, im Zentrum sind, dann hat das eine direkte Verbindung zum Neugeborenen. Und das trägt sich eigentlich weiter so auch mit den etwas größeren Kindern. Und Kinder kann man sehr schnell abholen. Also die sind,
man kann auch sie auf Herzensebene anders bewusst angehen, als man das eigentlich sonst denkt. Also sie sind viel offen, viel schneller da. Also wenn mit gewisser Wortwahl, ich sehe das manchmal jetzt auch in der Praxis, ich bin mit den Eltern am Gespräch, das Kind spielt in der Ecke und sobald es auf Herzebene, ob das Feinstoffliche etwas offenere, sind die Kinder sofort auf dem Schoß der Eltern und sind viel wacher, sind da. Und es gibt natürlich auch Eltern, es gibt ja verschiedene Arten von Eltern. Auf das muss man sich auch lernen einzustellen. Genauso wie man durch ganz selber gegangen ist. Es gibt Eltern, die kommen und sie wollen ganz klar ihre Medikamente und sie wollen eigentlich nur ihr Rezept und dann wieder gehen. Und es gibt Eltern, die kommen mit Kindern, sind sehr offen und alles dazwischen. Und genauso wie habe ich das Gefühl, offen die Eltern sind, so sind auch die Kinder, aber Kinder noch stärker. Aber das ist ja spannend. Das heißt, manchmal ist ja die Frage, wer heilt eigentlich? Und hier ist vielleicht sogar die Frage, wer wird auch damit noch zusätzlich geheilt? Vielleicht ja auch die Eltern. Ist es manchmal so, dass du dann sogar bei den Eltern oft noch mehr zu tun hast als bei den Kindern, um da wieder Harmonie herzustellen? Ja, also ich komme auch immer mehr dazu. Also natürlich die Sachen, die ich im Krankenhaus gesehen habe, wenn es Unfälle gibt, angeborene Herzfehler oder etwas, da habe ich mich früher mal gefragt, warum ist das? Das kann ich ja dann nicht erklären, dass das Kind noch nicht wusste oder seinen Weg verloren hatte. Das habe ich für mich dann jetzt lernen dürfen durch andere, die da schon weiter sind im Bewusstsein. Das hat einen anderen Grund. Sie haben einfach irgendwas mit einer anderen Aufgabe auf die Welt gekommen, mussten noch etwas zu Ende führen, was vielleicht letztes Mal nicht war. Aber die anderen, also da habe ich so, wenn jetzt ein Kind einfach eine ganz einfache Sache, eine Ohrenentzündung hat, warum hat es jetzt die Ohrenentzündung? Die Gründe, warum eigentlich die Krankheit kommt, das wurden wir nicht so fest geschult. Aber da fragen wir uns halt häufig, was konnte das Kind nicht mehr hören zu Hause? Oder was wollte es nicht mehr riechen, wenn es Nasentropfen? Oder was, ganz viele Kinder mit Asthma oder Atemwegsinfektionen in den ersten Jahren gehört zu der Entwicklung. Das lerne ich jetzt auch in der anthroposophischen Medizin, da bin ich jetzt auch noch dran. Gehört einfach dazu, aber gleichzeitig, was engt das Kind ein zu Hause? Und das häufig hat das mit den Eltern und ohne Schuldzuweisung, also muss man ganz vorsichtig sein, es geht nicht um Schuld, sondern es geht hinschauen, hinhören. Und wenn man diese Gespräche vertieft mit den Eltern, und manchmal sind es ja dann schon ältere Kinder, die können mit ins Gespräch eingebracht werden, lösen sich dann durch das einiges. So. Vielmehr auch in den Kindern, die jetzt größer sind, in die Schule gehen, Schulängste, Schlafprobleme, Bauchschmerzen. Das ist ähnlich vielleicht wie bei den Erwachsenen. Da kann man auf einer ganz anderen Ebene Sachen lösen, die gar nicht körperlich sind. Also schon im Moment körperlich sich zeigen, aber eigentlich aus einer ganz anderen Ebene der Druck da ist im Körper. Sehr spannend, ja. Ja, lieber Patrick, das Miteinander scheint also etwas sehr Wichtiges zu sein, wohl auch für uns Erwachsene, nicht nur für die Kinder. Weil manchmal wird ja in der spirituellen Szene so gesagt, finde die Heilung in dir, ist alles bei dir und in dir. Und er wird vergessen, aber erfreu dich auch an den Mitmenschen oder teil das. Oder so. Also wie wichtig würdest du sagen, ist dieses Miteinander, dieses heilende Feld miteinander vielleicht auch für einen allgemeinen Heilungsprozess für uns alle? Ja, also das beste Beispiel ist gerade hier. Gerade jetzt das Gespräch unter uns vier und alle Zuschauer, die da zuhören und bei sich sind und sich da auch einfühlen und hören und so. Das heißt, das ist das große Miteinander. Ich höre da bei allen diese Liebe drin, diese Begeisterung drin, dieses Helfen wollen, dieses Heilen und diese Familie. Jeder möchte der Menschheitsfamilie helfen, allen Kindern helfen. Jeder möchte, auch die Tiere müssen wir einbeziehen. Hier, alle Tiere, das sind doch wunderbare Wesenheiten. Dann alle Pflanzen, alle Geistwesen, die geistige Welt, die Mutter Erde, das ganze Universum. Das ist die Liebe, das ist die Einheit. Und das geht nur als großes Ganzes. Und es geht nicht als Individuum. Das sind große Egoisten und wir sind alle stolz, eine individuelle Gesellschaft zu sein. Ich bin gar nicht stolz. Das ist für mich eine egoistische Gesellschaft. Wir sind stolz, Persönlichkeiten zu sein. Das Wort Person heißt die Maske, das Ego der Maske, der wir sind und noch erfolgreich sein müssen. Nein. Das schöne Beispiel ist hier, wenn ich Marianne zuhöre, da geht mein Herz auf. Und wenn ich Katajune höre, dann geht mein Herz auf. Und wenn ich deine Begeisterung höre, Thomas, und deine Fragen dazu, dann geht mein Herz auf. Und das ist für mich
Egal, wer jetzt hier Ärzte ist und egal, ob ich der Heiler bin und du der Moderator, das höre ich hier gar nicht mehr. Ich höre nur noch die Liebe und dann verschiedene Sichtweisen. Aber alle essentiell genau dasselbe. Und deshalb ist es schön, wir vier hier als Team und das erweiterte Team sind alle Zuschauer hier. Und das ist das für mich, das große Miteinander. Und das ist Liebe und Mitgefühl. Und wir geben alle unser Bestes, wieder dorthin zu kommen. Wir sind ein wenig eingeschlafen. Das ist okay. Wir sind massenhypnotisiert. Das ist auch okay. Jetzt ist es an der Zeit, zusammen aufzuwachen und füreinander da zu sein, einander die Hand zu reichen, sei es für die Menschheitsfamilie, für die Tierfamilie und auch für die Pflanzen. Ja, wunderschön. Das könnte ein schönes Abschlusswort sein, aber ein bisschen machen wir noch, liebe Marianne. Ja, ich denke, wir sprechen uns gegenseitig aus dem Herzen und das ist tatsächlich, das ist im Grunde, sind wir uns dessen einig, dieses ganzheitliche Bewusstsein, wir sind alle miteinander verbunden und so. Und trotzdem hat man das Gefühl, viele Menschen kennen diese Sichtweise noch gar nicht so oder können sie auch schwer teilen. Ist dann eure Aufgabe auch sozusagen immer ein neues zu ermutigen zu einem neuen Bewusstsein, zu einem offeneren, heilenderen Bewusstsein. Ja, also ich denke schon, auf jeden Fall. Ich betrachte es oft auf als meine Aufgabe, überhaupt einmal die Information zu geben, dass diese Beschwerde wegzukriegen sind. Ja, 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 also ja. überhaupt mal, weil manchmal wird es gar nicht geglaubt oder manchmal ist jemand wie verzaubert durch eine Diagnose. Ja. Und dann, ich habe das jetzt. So. Und dann denkt man, okay, dann denken die Leute, ja, und das haben sie jetzt und das bleibt so. Und dabei denke ich, ist das Lebendige geht da ein bisschen unter, weil eigentlich alles ist lebendig. Und gerade heute habe ich wieder jemand in der Sprechstunde erklärt, dass unsere Zellen, die erneuern sich jeden Tag bis zum letzten Atemzug. Ja? Also die Haut, wenn jemand eine Verletzung hat, egal wie alt der ist, das heilt wieder zu, die Wunde heilt. Und das ist eigentlich sichtbar, aber auch inwendig findet es statt. Und wenn man das weiß, dann ist da so ein Riesenpotenzial da. Und dann, wenn ich weiß, was alles für Pflanzen gibt, die, also es ist unendlich eigentlich. Ihr habt mal einen kleinen Blumenstrauß noch Ah, frisch schön. gehabt. Ja, weil ja, das, also gerade hier um die Ecke, alles Heilpflanze. Also wir haben tausende, tausende Heilpflanze mit unendliche Heilwirkungen. Da ist ein Riesenpotenzial da. Also allein von der Pflanzenwelt, ja, ich rede jetzt mal nur Pflanzenwelt an. Die menschliche Welt beherbergt auch viele Heilkundige und Heilarten und Heiltraditionen. Und das ist eigentlich so ein Schatz, den wir haben. Und ich freue mich auch immer, wenn ich das weiter sagen darf, dass das nur zu wenig bekannt ist, was da eigentlich alles da ist schon und das Potenzial, ja. Und ganz individuell bei vielen Krankheiten oder viele Sachen, viele Beschwerden, darf ich auch immer wieder sehen, dass das geht und dass das wieder weggeht und heil werden kann. Und das darf ich dann auch wieder weitererzählen an die Patienten. Und das ist eigentlich eine Freude. Also es macht mir natürlich Spaß, ja, das verkünden zu dürfen. Natürlich gibt es auch Knacknüsse oder gibt es schwierige Geschichten oder da kommt man manchmal auch nicht weiter oder komme ich nicht weiter. Aber gerade da ist es dann toll, wenn man so ein Heil, also wenn man so ein, jetzt wieder auf die Vision zurückgehen von vorher, ein Zentrum hätte, wo Leute mit einer anderen Blickwinkel nochmal das auch anschauen können und auf ihre Weise das anschaut. Und dann ergeben sich plötzlich andere Wege, neue Möglichkeiten, andere Türen der Heilung. Also Sehr schön. Ja. das eben das Miteinander hilft da sehr, finde ich. Ja, würde helfen. Ja, danke. Und du erinnerst uns daran, es braucht eben vielleicht gar nicht ein neues Mindset, ein neues spirituelles Bewusstsein, ganzheitliches Denken, sondern einfach natürlich. Wir sind Natur und uns wieder mehr mit der Natur zu verbinden, das ist dann vielleicht schon die Lösung. Ich meine, liebe Katharina, ich glaube, das können wir ja von den Kindern lernen. Die sind ja einfach so, wie sie sind. Eigentlich ist dieser Spruch, werdet wie die Kinder, da ist schon viel Wahres dran, oder? Ja, das ist so. Und ich Ja. habe auch so den Eindruck, es ist so wichtig, dass das, was ihr vorhin schon angesprochen habt, auf der Herzebene, also
wir können ja eigentlich alle uns immer gegenseitig auf dem Herzen berühren. Und es ist so, manche, so war ich ja auch früher, braucht den Verstand, um zum Herzen zu kommen. Das heißt, ich brauche dann auch das vielleicht noch jetzt anerlernte Wissen, um den Menschen zu bekommen, also an zu docken an den Menschen, um an sein Herz zu kommen. Oder es braucht halt eben körperliche Therapie, Arbeit, um ans Herz zu kommen, oder halt emotional. Und ich fände so diese drei Haupt, für mich jetzt so Wege, um an Herz zu kommen, das hängt davon ab, wie der Mensch, wo er gerade steht in seinem Leben. Und das Ziel ist eigentlich dann immer auch das Herz. Und durch das die Verbindung dann stattfindet, ob das jetzt durch Heilung oder Medizin heißt oder ob das jetzt einfach Mensch miteinander sein heißt, Präsenz miteinander, das finde ich verknüpft danach. Und das führt zu etwas, wo zu einer Art Heilung führen kann. Ja. Und ja, das ist etwas, wo sicher auf allen Ebenen stattfinden darf. Und so wie du jetzt so schön gesagt hast, auch Marianne, ich finde das genau das Richtige. Ich sehe das ja von auch von Familien, die sind eigentlich in dem Sinn hilflos, kommen aus dem Krankenhaus mit der Diagnose, mit einer Krankheit, mit einer Operation auf sich gestellt oder mit dem Kinderarzt, aber müssen dann von sich aus manchmal suchen. Ich brauche einen Kinesiologen, ich brauche einen Heiler, ich brauche jemand für mich noch. Als Eltern muss man das ja auch noch tragen können. Ich brauche einen Psychotherapeuten, einen Psychiater. Und sie sind einfach auf sich gestellt. Und das ist das, was manchmal sehr schwierig macht, diesen Schritt zu gehen. Wie komme ich überhaupt an diese ganzen Therapiemöglichkeiten? Welche gibt es überhaupt? Und wenn es so Zentren gibt zunehmend, wo dann der Patient einfach, wie du sagst, auch spüren kann, für den einen ist das eine gut, für den anderen auf der anderen in seiner Lebensphase, was ihn gerade anspricht. Das schon da. Wunderbare Vision, ja, finde ich auch. Ist ja auch so, wie auch, es gibt unterschiedliche Religionen, aber die Mystiker unter den religiösen Menschen sind sich auch wieder einig, das ist alles dasselbe und alles ist mit Gott und dem Absoluten verbunden. So gibt es auch nur eine Gesundheit. Und trotzdem kommen die unterschiedlichen Heiltraditionen aus unterschiedlichen Weltbildern. Und das ist jetzt auch das Spannende, ja, wie diese Weltbilder ein bisschen zusammenwirken können. Und das, glaube ich, können wir beispielhaft auf diesem Kongress wunderbar erleben, denn ihr kennt zum Teil ja mehrere dieser Weltbilder sehr gut und könnt diese Verbindungen schon herstellen. Und lieber Patrick, jetzt, du hast ja mit auch diesen Kongress ins Leben gerufen, organisierst den auch. Das ist ja, glaube ich, so die spannende Geschichte, weil wir da auch einen Dialog erleben dürfen. Also es geht sicherlich auch darum, so ein bisschen zu gucken, wo kommen diese unterschiedlichen Sichtweisen, Weltbilder her, wie können wir das zusammenfügen, wie kann da etwas Neues daraus entstehen. Was ist so nochmal vielleicht in deinen Worten die Vision des Kongresses und auch weiterführender Projekte wie diese Heilzentren? Ja, es ist so, ganz am Anfang möchte ich noch was sagen zu dem alten System und zu den Menschen, die, sagen wir jetzt, noch etwas am Schlafen sind. Mhm. Was es hier braucht, ist sehr viel Liebe und Mitgefühl für all diese Menschen. Die ja. müssen nicht erwachen. Die müssen auch nicht vorwärts machen. Wichtig ist bei uns, dass wir immer mehr erwachen und diese Glückseligkeit versprühen und diese Freude und dieses Kindsein wieder. Und dann ist für alle, die schlafen, die dürfen doch schlafen. Und wenn eine Melodie plötzlich gehört wird, die lauschen dann im Traume und hören plötzlich glückselige Musik. Und dann erwachen sie von alleine, weil sie die Musik hören. Also für uns alle bitte nicht gegen die, weil ich schlafe vielleicht auch immer noch und ich bin froh, wenn ich jetzt nicht einfach so geweckt werde. Also einfach ein bisschen sanft und ein bisschen liebevoll. Nur das noch dazu zu sagen zum alten System, da ist alles in Ordnung. Es ist nun mal das alte System. Und schon Moses hat zu seinem Sohn Abraham oder Isaac, keine Ahnung, wie er hieß, gesagt, das alte System ist nicht gut. Also schon vor 5000 Jahren hat er in der Bibel gesagt, das alte ist nicht gut, wir bauen jetzt die neue Welt auf. Also die neue Welt, wo ist die? Jedes Mal ist es die neue Welt. New Age und dann die Hippies und dies und jetzt schon wieder die neue Welt. Alle warten auf die neue Welt, aber die kommt nie. Ja, und wenn ich kurz unterbrechen darf, ich sehe es genauso. Ich finde es sogar sehr wichtig, einen wirklichen Respekt zu haben vor der Lebenswirklichkeit eines jeden einzelnen Menschen. Jeder hat sein Leben, seine Weltsicht, seine Überzeugung und die ist nicht falsch oder richtig, sondern es ist total wichtig, das zu respektieren. Und genau das ist ja das Spannende an so einem Dialog, wirklich auf Augenhöhe zu sagen, hey, wir stehen, sind alle Menschen, wir sind alle gleich auf einer gewissen Ebene und kommen trotzdem aus unterschiedlichen Welten. Und wie finden wir das zueinander? Was gibt's für Lösungen?
konstruktiver Art, ja. Genau, Thomas. Und deshalb ist auch dieser Kongress, es ist so, eigentlich könnte man den Kongress, das Haus, also der Kongress der Liebe nennen. Und ein Aspekt jetzt ist Gesundheit. Und dieses Gesundheitskongress hat verschiedene Menschen, die als Team wirken. Ein großes Zusammen, jeder spricht aus seiner Sichtweise und seinen Erfahrungen und seinem Erwachen und seinen Möglichkeiten. Und das wiederum hilft allen, die im Publikum sitzen. Und dort wird ganz viel Heilung geschehen. Und die Heilung beobachte ich auch bei den Referenten. Das ist nicht der Referent ist da, der Erwachte und der sitzt da vorne und weiß dann alles. Oder der Arzt oder der Religionsleiter. Nein, es ist ein großes Gemeinsam. Und das soll der Kongress auch zeigen, dass wir alle eine Familie sind. Es gibt kranke Menschen, physisch, psychisch, seelisch, Schicksalsschläge, vieles, aber wir haben eins gemeinsam. Wir sind eine Familie und die Liebe ist die Essenz von uns allen. Und wenn wir alle einander helfen, ich kann kein Haus bauen alleine, oder es ist sehr schwierig. Da sind 20, 30 verschiedene Menschen mit ihren Gaben, die mir helfen, ein Haus zu bauen. Und das ist der Kongress, es ist der Anfang, ohne Anfang, es hat ja schon längst diese Ideen und Visionen und so, dass wir Kongresse machen in diesen Themenbereichen, dass wir aber nachher, da ist die Stiftung Seelenzucker ja auch damit dabei, die dann auch Geld bekommt, die Stiftung, und auch verschiedene Projekte ermöglicht. Vielleicht ein Gesundheitshaus dann, wo verschiedene Ärzte und verschiedene alle zusammen unter einem Dach arbeiten. Das ist die Vision jetzt in der Manifestation, dass wir ein Gesundheitshaus machen in Bern, in der Stadt, da ist die Quelle da, also beginnen wir in Bern und dann gibt es sicherlich auch ein Zentrum dann außerhalb, weil ich erlebe so viele Menschen, die, das macht mich oft traurig, ich habe so viele Einzelsitzungen, wo Menschen vor mir sind und ich kann nicht helfen, im Sinne von, ich müsste sie gleich jetzt an der Hand nehmen, jetzt, und dann nach draußen führen, in die Berge, in ein Hotel mit Garten und Wiesen und dieser Brunnen, wo Katha Jung gesagt hat. Und dann gibt es Möglichkeiten zum Malen und Yoga machen und gut essen und Therapie. Und der Arzt ist vor Ort für die Diagnose und die Medizin und die Schmerzmittel muss man einstellen. Und dann die Akupunktur und die Varian, wo nachher die Kräuter noch dazu gibt. Und dann wird das immer besser, die Schmerzen werden weniger, man nimmt mehr Kräuter, mehr bei der Ernährung, die Medizin. Die Schulmedizin, die Chemie kann man mehr ausleiten, dann bekommt man Energie wieder. Viele sind ja, meine 90% aller Menschen, vor allem in der Schweiz, haben Schlafprobleme und Müdigkeitssyndrom, also alle sind energielos oder viele. Dann kommt mehr Energie und dann möchte man sich wieder bewegen und in den Garten gehen und dort helfen und die Tiere streicheln, die Katze, die Hauskatze, die im Spital herumläuft und. Und die Kinder, die da sind und die alten Leute, die dann wieder von ihrem Leben erzählen können, die, da ist so viel Weisheit da, so viel Erfahrung, da können wir als große Menschheitsfamilie uns austauschen. Und das ist jetzt die Vision des Kongresses, das große Zusammenkommen. Und dann werden wir im Laufe der nächsten Jahre sicherlich wieder Kongresse machen, aus verschiedenen Blickwinkeln alles anschauen. Dann das Gesundheitshaus, zuerst in Bern und dann kommt es vielleicht anderswo auch. Und dann das Gesundheitszentrum eben außerhalb, auf dem Lande, in den Bergen, wo du übernachten kannst, Garten und vieles, vieles mehr. Es hat da noch viele Ideen dazu. Aber das geht nur gemeinsam. Wie gesagt, das Haus bauen kann ich nicht alleine. Das machen wir alle gemeinsam. Wunderbare Worte, vielen Dank. Da hast du ein schönes, das ganze Bild mal gezaubert, wie man sich das eigentlich auch wünschen würde. Wunderbar. Ja, der Kongress ist in Zürich am 9. und 10. September. Auch mit dabei sind die Heiler Rade Maric, Katja Kramer, Steffen Lohrer, Gianni Balducci und ihr drei. Also es wird sicher sehr spannend. Da gibt es auch viel zu erleben. Es gibt Heilsitzungen, es gibt Musik, also ich freue mich sehr, mit euch das Ganze erleben zu dürfen. Und ich habe vorher schon ein kleines Interview gemacht mit dir, lieber Patrick, und dem Steffen und dem Gianni. Da war meine erste Frage, die ich jetzt an euch beide Damen als letzte Frage stelle. Und zwar ist das so eine kleine philosophische Frage. Was bedeutet aus eurer Sicht, liebe Marianne, wenn ich dich zuerst fragen darf, heil sein? Wann sind wir heil? Was bedeutet das aus deinem Herzen herausgesprochen? Ich glaube, also für mich ist es, wenn wir im Herzen die Liebe spüren, wenn wir in der Liebe sind. Das fühlt sich
wonnig an und ich hoffe, dass das viele, viele Zuhörer schon mal spüren durftet, wenn es einem warm ums Herz wird oder so. Das ist doch ein Zeichen von Heilsein. Also für mich jetzt in der Liebe sein. Das ist für mich Heilsein. Wunderschön, vielen Dank. Katharina. Aber entschuldigen. Ja, Marianne, gerne, ja. Ich wollte nur, darf ich nur, Ja, also logisch. weil der Patrick vorher nur erwähnt hat, so viele Leute haben zu wenig Energie und sind müde und so. Also da gäbe es ja schon einige Pflanzen, wo mir da so einfallen. Soll ich da nur Ja, geschwind mach doch was? mal gerne. Geschwind, Ja, praktische also Tipps, wunderbar. wir haben sehr viele Pflanzen, die die Energie heben helfen und wirklich mehr Kraft gäbet. Also der König in der chinesischen Medizin von den Pflanzen ist der Ginseng zum Beispiel. Ja, der ist gut, gerade für Männer ist der gut. Dann gibt es die Taiga-Wurzel, die gibt es auch als Tinktur. Kriegt man auch frei verkäuflich, wo man einnehmen kann, gibt mehr Kraft, mehr Energie. Das Maca-Pulver aus Latein- oder Südamerika, das ist auch ein Pulver, das man täglich zu sich nehmen kann, kriegt man mehr Energie. Dann auch über sibirische Pflanze, die Rosenwurz, da nimmt man die Wurzel ein, da gibt es auch Präparate, sogar in Tabletteform, das helfen kann, wieder fitter zu werden. Also wir haben da wirklich einen riesen Blumenstrauß, um nur ein paar Kinder zu haben. Einfach, dass man mehr fit ist und dass man vielleicht die Anforderungen, die das heutige Leben schon an manche Leute stellt, wo man wirklich also Turbo läuft, ja, auch zu können, ohne im Burnout zu landen. Ja. Das war nur kleine Wunderbar, großartig. Und wenn ihr jetzt das Video gesehen Gründe. habt, dann nochmal schnell zurückspulen, mitschreiben. Da waren jetzt ein paar ganz tolle praktische Tipps dabei. Vielen Dank. Ja. Ja, Gerne. Katharina, was ist für dich Heilung? Wann sind wir heil? Was heißt eigentlich heil sein? Ja, also früher hätte ich natürlich gesagt, wenn der Körper geheilt ist, also gesund ist und alle Funktionen da sind. Aber heute würde ich sagen, auch wenn der Körper noch nicht ganz gesund ist oder etwas Chronisches mit sich nimmt, mit sich selbst in seinem Herzen verbunden sein oder mit verbunden sein mit dem Ganzen und in sich ganz, ja, in sich hinein, so wie du auch schon gesagt hast, in sich hinein die Liebe, die Selbstliebe oder die Gesamtliebe des Lebens, ja, zu fühlen. Wunderbar. Schöneres Schlusswort gibt es gar nicht. Ich danke euch und ich freue mich, euch auf dem Kongress persönlich zu sehen. Wir kennen uns bisher ja auch nur über Zoom. Wir beide, Patrick, haben uns schon öfter gesehen. Freue mich sehr, dieses Feld des Miteinander mit euch zu erleben und zu gestalten. Alles Liebe euch. Vielen Dank. Und ihr Lieben, wenn ihr das Video seht, kommt auf den Kongress. Es gibt noch Karten. Es wird eine einmalige, großartige Gelegenheit. Wobei einmalig, wir haben gehört, es gibt weitere Visionen. Es wird weitergehen. Das heißt, wenn ihr das Video seht, der Kongress ist schon vorbei. Informiert euch. Es gibt ein paar Links drunter. Es gibt bestimmt spannende Aktionen, wo ihr auch teilnehmen könnt. Alles Liebe und vielen Dank euch. Ja, Bye bye. danke. Dankeschön. Alles Liebe. Danke.